The Taste kocht Wichtellose und genauso wie wir erst nicht wussten, was auf den Losen stehen wird, so weiß sie nicht, was ihr bevorsteht. Unsere Gourmet-Köchin aus dem Romantikhotel Spielweg im Schwarzwald, Vicky Fox. Hallo, hallo. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Zum Überraschungs-Weihnachts. Es ist Weihnachtsessen. Essen, genau. So, du darfst schon mal dir durchlesen, was wir heute Schönes für dich vorbereitet haben. Also, wir fangen mal links an. Es gibt gebackener Kabeljau mit Kartoffelsalat und Remoulade. Mhm. Vielleicht Weihnachten im Norden, ja. Entenkeule mit Dörrobst-Gewürzhaube. Bob, Bock, Bock? Bock, Bock. Wer macht das denn? Ja, die hat ein bisschen Glühwein. Okay, Bockwurst mit Kartoffelsalat, Lachs, Wasabi, Frischkäsecreme, Saiblingskaviar, süß-sauer Gurkensalat. Ja, okay. So, wo fangen wir an? Wir fangen an bei den zwei Kartoffelsalaten, also bei Bockwurst und Kabeljau. Und dann würde ich, glaube ich, zur Ente gehen und am Ende nach Asien reisen, zum Weihnachtsfest. Sehr gerne. Okay, also Bockwurst mit Kartoffelsalat. Mhm. Ich sehe keine Pelle und so. Also wahrscheinlich ist dieses Stück Bockwurst, das da oben nochmal angebraten wurde, selbst gemacht. Dann gibt es einen Kartoffelsalat, der ausgestochen wurde mit so einer Art Vinaigrette. Klassisch Petersilie dazu. Ist handwerklich sehr schön gearbeitet. Und es ist alles drauf, was auf dem Löffel sein muss. Sie sagt nur, ist halt alles drauf. Wir haben eine Bockwurst selber gemacht, die dann auch noch die noch schön gebraten ist, dass sie knusprig ist. Unten einen wunderbaren, eigentlich zweierlei vom Kartoffelsalat, das im Mund sich richtig ergänzt. Also jetzt mal ernsthaft, was hätte sie denn gern mehr gehabt? Frohe Weihnachten. Bockwurst wurde angebraten, ist da, schmeckt jetzt nicht wie so eine klassische Wurst mit bisschen Biss, sondern ist ein bisschen weicher. Der Kartoffelsalat hat eine schöne Säure, dieses Poppen von den Senfkörnern passt da gut dazu. Das schmeckt sehr gut und für das ist es alles, was auf dem Löffel sein muss. Bockwurst. Schön. Dankeschön. Ja, ich meine, das ist an sich schon mal ein sehr gutes Feedback, eine schöne Kritik, sag ich mal. Machen wir weiter mit gebackener Kabeljau mit Kartoffelsalat und Remoulade. Sehr schön ansehnlich. Sehr schön gearbeitet. Ja, also ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl, als sie den Löffel probiert hat. Ich war auch mit meiner eigenen Leistung sehr zufrieden, weil ich, für mich war das auch der schönste Löffel, den ich bis jetzt mit Alex zusammen angerichtet habe. Ich fand den wunderschön. Fast schon Weihnachten hier. Ja. Also der Kabeljau war tatsächlich richtig knusprig. Der Kartoffelsalat hat eine super schöne Säure gehabt. Die Remoulade mit der Fettigkeit passt beim Kartoffelsalat dann sehr gut dazu. War sehr toll angerichtet mit dem Knusper dann durch die Gurke. Handwerklich sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Vielen Dank. Dass es dir so gut geschmeckt hat, hat mich natürlich noch mehr gefreut. Entenkeule mit Dörrobst-Gewürzhaube. Ich nehme mal an, hier unten drunter ist die Entenkeule. Oben drüber sehen wir hier diese Gewürzhaube. Hier vorne könnte ein bisschen ein Serviettenknödel sein. Dann hat der oder die Kandidatin praktisch oder das Team ein vollwertiges Gericht auf diesen Löffel gepackt. Aha. Krass. Und da muss ich sagen, tschick, tschick. Ja, natürlich geil, genau das wollten wir. Probieren wir es mal. Erstmal muss ich sagen, dass es, glaube ich, nicht einfach ist, eine Entenkeule in einer Stunde so weich zu bekommen und so butterzart. Und die ist sehr, sehr zart. Dann haben wir ein bisschen Angst, wenn dort Dörrobst-Gewürzhaube steht, dass dieses Gewürzzeug alles übertüncht. Das hat der Löffel aber sehr schön gemacht, weil es ist filigran gearbeitet worden. Das war wirklich auch
sehr, sehr gut gekocht. Ja, ich glaube schon, dass wir einen Geschmack getroffen haben. Aber ob es wirklich reicht, schwierig. Jetzt haben wir hier Lachs mit Wasabi-Frischkäsecreme, Saiblingskaviar und süß-sauren Gurkensalat. Hier schön die Lachstranche in der Mitte. Hier der Saiblingskaviar, zwei Blüten. Probieren wir es mal. Du hoffst mit jeder Faser, mit allem, was du hast, dass dein Löffel den goldenen Stern kriegt und du schon eine Kandidatin oder einen Kandidaten ab ins Finale beamen kannst. Lachs toll gegart, unten noch so ein Gurkensalat, der ein bisschen süß-säuerlich abgeschmeckt ist. Die Wasabi-Creme kommt jetzt für mich nicht 100%, also hätte man ein bisschen mehr machen können. Da war ich etwas verwundert. War aber da, also auf jeden Fall. Wenn du mehr Wasabi reinmachst, dann kann das keiner essen. Das ist auf jeden Fall ein leichtes Weihnachten, aber das würde ich auch essen, ja? Schön. Vielen, vielen Dank. Super. Unser Weihnachtsmenü für dich, liebe Vicky. Und jetzt hast du eine besonders schöne Aufgabe. Erstmal durftest du verkosten, was, wie ich finde, immer die schönste Aufgabe ist für euch. Und jetzt hast du noch eine schöne Aufgabe, denn wir wollen von dir nur eine Entscheidung haben. Aber diese Entscheidung ist schon sehr, sehr wichtig. Denn wenn du uns jetzt sagst, welches für dich der beste Löffel ist, wissen wir direkt, wer unser erster Finalist oder unsere erste Finalistin ist. Ja, natürlich zittert man dann schon ordentlich. Also ich hoffe, dass der eine goldene Stern in Team Grün landet. Jetzt haben sich für mich relativ schnell zwei Löffel ein bisschen abgehoben. Tatsächlich befinden wir uns hier im kompletten linken Bereich der Teller. Mhm. Leco mio, was machst du mit mir jetzt? Okay. Oh, jetzt wird's eng. Da hofft man natürlich dann schon, dass es dann sein Löffel ist, wenn man ja dann direkt im Finale ist. Jetzt geht's so ein bisschen darum, wer hat aus seinem Los, was er bekommen hat, das Beste rausgeholt. Der Kabeljau war top gebacken, hatte noch diese schöne Gurkenröllchen vorne und hinten, da was reingesteckt, eine Remoulade dazu gemacht und das war in sich sehr stimmig. Die Entenkeule wäre für mich, glaube ich, mit das Schwierigste los gewesen, weil man muss erstmal diese Entenkeule garen. Das hat man sehr, sehr butterzart hinbekommen, dadurch eine Soße generiert. Diese Soße war sehr lecker auf dem Teller, mit dem Dörrobst ist nicht übertrieben. Finale, komm, come on! Welcher ist es? Im Finale ist die Entenkeule. Yes! Oh, Michi! Du bist unser erster Finalist! Dass ich Michi freuen kann, ist ja nicht in Worte zu fassen, deswegen macht er halt mal einen Purzelbaum. Ja, sag mal so, man hat schon gemerkt, er hat auch schon länger keinen Purzelbaum mehr gemacht. Komm, ist gut. Herzlichen Glückwunsch, Michi! Letzte Woche wäre ich fast rausgeflogen und jetzt bin ich der erste Finalist. Ah, so knapp. Egal, ich gönne. Michi ist unser erster Finalist. Ja, lieber Frank, auch herzlichen Glückwunsch an dich. Zum Finale, toll. So hat sich jetzt noch niemand gefreut. Wir sind im Finale. Michi ist im Finale. Leck mich am Arsch, ey. Herzlichen Glückwunsch, Michi. Ey, du bist danke. Unser Finalist. Du darfst ab jetzt die Füße hochlegen in der Kandidatenlounge. Und alle anderen haben jetzt gleich im Solo-Kochen die nächste Chance, sich fürs Finale zu qualifizieren. Ab ins Finale. Und wir wollen Sie zu Hause natürlich weiter mit wunderbaren Ideen versorgen, was Sie in dieser wunderschönen Vorweihnachtszeit alles so kochen können. Spart ja auch eine Menge Zeit. Die kann man dann lieber am Glühweinstand verbringen. Und die gute Frau Fuchs hat uns drei Lieblingszutaten mitgebracht für unsere nächste Kochrunde. Und ich würde sagen, die schauen wir uns mal an. Lieber Dominik, bitte bring uns die Lieblingszutaten von Vicky. Was hast du uns mitgebracht? Also da wir in der Vorweihnachtszeit sind, haben wir gedacht, man kocht sehr viel mit Gewürzen. Und ich habe jetzt wirklich drei meiner absoluten Lieblingsgewürze mitgebracht. Und zwar Zimt, Kardamom und natürlich Sternanis. Die Jahreszeit jetzt. Die ruft ja nach Gewürz. Also, super. Diese
Gewürze könnt ihr praktisch alle verwenden. An sich ein cooles Thema, sind aber schwer einzubauen, diese drei Gewürze. Zimt, Kardamom und Sternanis haben Vor- und Nachteile. Sie sind sehr, sehr charakterstark, was bedeutet, man muss sie sehr vorsichtig einsetzen. Sie können sehr, sehr schnell überladend werden. Ich finde Zimt, Kardamom und Sternanis super Gewürze, kann man super in der herzhaften Küche einbauen, kann man aber auch super bei Desserts. Ihr Lieben, ihr dürft entweder eine oder auch mehrere von diesen Lieblingszutaten verwenden und sie auf einen weihnachtlich inspirierten Löffel verwandeln. Ob das ein süßer Löffel wird oder ein herzhafter Löffel, das bleibt euch überlassen, da seid ihr völlig frei. Gut, dann ist unsere Aufgabe klar definiert. Ja. Und es gibt noch eine Besonderheit, liebe Vicky, weil wir Weihnachten haben, haben wir uns gedacht, du wirst natürlich gleich Team Blau, also Daniel, unterstützen. Aber du darfst auch alle anderen unterstützen, indem du von Kanzel zu Kanzel durch alle Küchen hüpfst. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Ja, wir hatten ja noch nie eine Gastjurorin oder einen Gastjuror. Deswegen umso besser, dass sie auch mal zu uns kommen darf. Das ist unfair, das ist Blödsinn. Weil die anderen durften es auch nicht. Und wenn sie mal vorbeigekommen sind, habe ich nur einen dummen Spruch gekriegt. Von daher möchte ich Vicky jetzt auch nicht teilen. Also ihr Lieben, das Solo-Kochen wird also laufen wie üblich. Ihr habt gleich 60 Minuten Kochzeit. Natürlich ohne eure Coaches. Es kommt nur auf eure Leistung an. Nach diesen 60 Minuten verkosten eure Coaches blind. Und dann kriegen die Coaches auch eine wunderbare Aufgabe, denn wir wollen nur goldene Sterne heute haben. Sie werden also goldene Sterne an ihre Favoritenlöffel vergeben. Und wer einen goldenen Stern bekommt, ist wieder weiter und somit in unserem Finale. Wer keinen goldenen Stern bekommt, hat dann noch eine Chance im Entscheidungskampf. Alles okay. Klar? Ja, gut. Alles klar. Super. Liebe gut. Coaches, bleibt ihr wisst klar. Jetzt, wo es hingeht. Das kann man ganz klar ausarbeiten. Ich weiß, das könnt ihr gut. Ja? Natürlich traue ich Ihnen das zu, dass Sie einen goldenen Stern ohne mich kochen. Haben Sie ja schon oft bewiesen. Jetzt müssen Sie es aber wirklich noch einmal machen. Liebe Vicky, du darfst schon mal in Küche Blau auf die Kanzel. Okay, ihr Lieben. 60 Minuten Kochzeit habt ihr und die starten genau jetzt. So, auf geht's. Auf geht's. Eins, zwei, muchas gracias. Danke, muchas gracias. Hi, ich bin Daniel. Hi, ich bin Daniel. Gelernter Koch, bin aber mittlerweile Hausmann und kümmere mich um die drei Kinder. Love it. Wenn du da die Türe offen hast, würdest du mir einmal den Zander auf den schwarzen Teller reichen? Yes. Sehr gut. Danke. Meine Grundidee ist jetzt ein Rehfilet, sous vide gegart, schon direkt mit Gewürzen dann, ja. So einen richtig krassen Zimt, Kardamom, Sternanis, Gewürzsud zu machen. Geile Zutaten, ich gehe auf Reh, mach das Reh sous vide gegart, dann fühle ich mich sicher, da kenne ich mich mit aus. Selleriepüree, einfach noch mal so ein bisschen für eine Umami-Geschichte im Mund. Und dann so ein Gewürzmantel, aber eher als Haube. Geil. Ich fange an. Los geht's! Ich freue mich einfach immer so hier zu sein, weil es gibt irgendwie, es ist die Show, wo alle so, alle sind, haben mega Bock, jeder will was Geiles kochen, alle rennen rum, es ist leicht stressig. Ich finde es wie in der Küche, ich lieb's einfach hier. Und dann hat er einfach sofort voll losgelegt. Der war on fire. Daniel, das schaffen wir, das ist eine richtig gute Idee. Vor allem, das ist voll mein Thema, wir sind im Bildbereich, da können wir... Punkten. Wir haben einmal den schönen Rehrücken, das nehme ich gleich für meinen Soßenansatz mit. Jetzt mache ich mir schnell eine Gewürzgeschichte. Bisschen Sternanis mit ein bisschen Zimt. Wir kriegen heute einen goldenen Stern. Das wird. Gell? Das finde ich super. Da bin ich dabei. Im Solokochen gibt es ein Rehfilet mit einer Gewürzschü, einem gewürzten Selleriepüree, einem Haselnussgewürzmantel und eine marinierte Brombeere. Ich mach mal einen guten Eindruck, währenddem du ein bisschen im Stress bist, gell? Ja, danke. Aber ich tanze und renne immer so. Ich will so stark mit meinem ganzen Herz diese goldenen Sterne jetzt holen. Auf den Grund, es gibt bei mir heute Rehrücken mit Soße. Selleriepüree, Perlen von Birne mit Kardamom und Rosmarin. Ich habe tatsächlich noch nicht dieses Gericht gemacht, deswegen ist auch eine große Gelegenheit zu zeigen, was ich machen kann.
Es ist immer Risiko, wenn man was macht, was man noch nie gemacht hat. No risk, no fun, würde ich sagen. Freunde, heute ist der erste Tag gekommen, an dem ich sage, heute hole ich ihn mir. Den goldenen Stern. Ich gehe heute auf Risiko, weil man in dieser Runde noch nicht rausfliegen kann. Man kann keine roten Sterne sammeln. Und genau, einfach was riskieren und Spaß am Kochen haben. Ich gehe heute Risiko. Ich mache eine chinesische Zandersuppe mit scharfem Chinakohl. Das Gericht habe ich natürlich auch noch nie gekocht, nee. So, hier habe ich jetzt Sternanis und Kardamom. Ich liebe diese Zutaten. Man hat halt diese weihnachtlichen Gewürze, den Sternanis und eben den Kardamom. Deswegen finde ich die wirklich super. Richtig, richtig toll. Hier mache ich jetzt schon mal mein Kräuteröl ganz schnell, dass ich es auch durchziehen kann. Ich koche heute einen konfierten Lachs in einer Sternanis-Kardamom-Nussbutter, einen gepickelten Kürbis, Stangensellerie und Saiblingskaviar. Ja, ich will heute auf jeden Fall einen goldenen Stern, deswegen gebe ich heute 100% und gebe Vollgas. Es soll krachen. Der Druck ist halt immens. Wir wollen halt alle ins Finale. Es wäre jetzt einfach eine geile Chance, direkt durchzurutschen und nicht nochmal ins Entscheidungskochen zu gehen. Ich fange jetzt mit dem Spätzleteig an, dann kann er gleich nochmal ein bisschen stehen und ruhen und mache nachher dann die Spätzle selber. Meins da auf dem Löffel ist der Zimt, der kommt mit in die Soße rein. Pflaumen und Zimt passt super, passt halt eben auch super zum Rind. Ich koche im Solo-Kochen Rinderfilet auf selbstgemachten Spätzle, einer Pflaumen-Zimt-Soße, glasierten Möhren und einen gebratenen Steinpilz. Ja, es ist eine sehr schnelle, unfeine Version des Spätzleteigs. Okay, bleib jetzt mal stehen für einen Moment. Oh Gott, ich bin so aufgeregt heute. Ja, es geht ums Finale. Es wäre ja eigentlich schon fast schade, wenn man nicht aufgeregt wäre heute, oder? Der Ansatz ist für meinen Sud. Da werde ich jetzt noch die Entenkeulen reinlegen. Das ist jetzt noch eine ganze Ente, ich brauche aber nur die Keulen. Ich koche heute einen Dim Sum, unten drunter mit einem Entengewürzsud und obendrauf noch Orangenzeste und Möhre. Ich entscheide mich tatsächlich für alle Gewürze. Ich finde, die passen super gut zu meinem Löffel. Und es wird jetzt nicht eins der Star sein, finde ich ehrlicherweise auch schwierig, wenn man nicht gerade in die süße Richtung geht. Deswegen nehme ich einmal alle. Ha. Niemals für umsonst laufen. Wo ist mein Re? Da ist mein Re. Super toll. Sehr gut. Ich entscheide mich für alle drei Gewürze, weil sie eigentlich perfekt miteinander harmonieren. Zimt und Sternanis in einer Rotweinsoße, das ist Glühweinrichtung. Also das kann nicht verkehrt sein, denke ich mal. Ich koche im Solo-Kochen einen sous vide gegarten Rehrücken mit einer Gewürzschü, mit hausgemachten Schupfnudeln. Dazu habe ich eine marinierte Brombeere, einen gebratenen Austernseitling mit einer kleinen gepickelten roten Zwiebel oben. Weihnachten ist in der Soße, das ist definitiv. Weihnachten ist die Schupfnudel als Beilage, ja, weil die schön mit Nüssen und allem ist. Und Weihnachten ist auch in dieser süßen Brombeere, weil das perfekt zum Weihnachtsmarkt passt. Es ist das, was es Weihnachten auch bei uns gibt. Reicht das dann, Kardamom? Ja, 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 ja. Drückt es ein bisschen an. Nicht zu heiß mit Schwitzen, vielleicht erst so kurz vor Schluss, sonst schmeckt es verbrannt. Ein Stern ist auch ein bisschen andrücken. Ja, auch andrücken. Wenn du jetzt den Sternanis zum Beispiel hast, der hat so eine Hülle außenrum. Und dann bricht man die Haut auf, man hackt ihn, man macht ihn kleiner. Dann kommt erst das ganze Aroma raus. Lieber andrücken und dafür weniger, dann kriegst du einen schönen Geschmack. Es ist nachhaltiger und nicht so intensiv. Also anderthalb rein. Genau, dann machst du die dazu mit ein bisschen Butter. Und dann hast du da einen richtig guten Geschmack drin. Top! Und das macht dann aus einer guten Soße einfach nochmal eine perfekte Soße. Jetzt holen wir uns erstmal einfach, weil wir es brauchen, 700 Gramm Butter. Klassischer Kochmove. Und dann geht's weiter. Ja, geil. Der hat schon eine schöne Farbe. Ja, geil. Ja, das reicht auch an Selleriepüree. Ja, das reicht. Dann habe ich einfach mit Daniel da vorne ein bisschen versucht, ihm zu helfen. Ein bisschen weniger, würde ich sagen, oder? Nicht, dass es zu intensiv nach Zimt wird. Mach mal so? Ja, perfekt. Geguckt, dass einfach die Butter nicht anbrennt. Hab ein bisschen gerührt. Und sonst habe ich nicht, ich habe ja gar nicht gekocht. Ich habe ja gar nichts gemacht. Deine Brombeere. Wie machen wir die? Sollen wir die ein bisschen marinieren? Also ein bisschen mit Cherry oder ja, so, dass wir die so ein bisschen schwarzer Pfeffer vielleicht. Schwarzer Dann Pfeffer, haben wir schwarzer Cherry. Pfeffer, Haselnuss, Gewürze.
Meine Hände waren nie im Spiel. Ich habe rein kommunikativ geholfen. Also meinst du halbieren? So? Ja. Ich bin sehr froh, dass sie die braune Butter für mich ein bisschen gerührt hat. So brennt sie halt nicht so schnell an. Falls dich jemand fragt, du warst gar nicht bei mir. Ich war gar nicht richtig hier. Genau. Dann habe ich mir ein bisschen weggeschlichen. Ne? Vielleicht gehe ich mal darüber. Geh doch mal deine Runde. Ich gehe mal darüber und frag aber nur, was sie machen. Mhm.